So, heute bin ich mal der Medienkanzler aus gegebenen Anlass. Wir schreiben auch gerade an den WDR Lokalzeit. Ich gehe davon aus, dass die Lokalzeit natürlich nicht eingreifen wird. Der WDR wird sich da wohl auch nicht einmischen. Viele Kunden haben Ärger, tierischen Ärger. Darüber habe ich schon mehrfach jetzt berichtet, Telekom. Aber ernsthaft Ärger, weil 20 Tage ohne Netz, ohne alles, ohne nichts, auch bei 1&1, Vodafone bzw. Unity Media, seit 20 Tagen läuft da gar nichts. Besonders bei den Kunden 1&1, die auf Telekom angewiesen sind, weil die Telekom-Nummer auch Störungen hat. Auch bei Freenet. Soll das die Zukunft sein? Das, was ihr jetzt hier seht, das sind die Originalaufnahmen von der Deutschen Telekom, wie die gearbeitet haben. Das, was ihr seht, haben die so zusammengefriemelt, damit ihr das seht, was ihr jetzt seht, mich seht, weil sonst könnte ich nicht online gehen. Kostenpunkt 133 Euro und das kann es nicht sein. Und deswegen mache ich es jetzt öffentlich. Ich schicke das auch, diese Bilder habe ich ausgedruckt. Diese Bilder habe ich auch ausgedruckt, die schicke ich jetzt dem WDR. Ob der sich das annimmt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich hatte gestern etliche Kunden, die andere Sachen zum WDR haben, gefaxt und sich beschwert und der WDR wollte ihnen helfen. Ob die uns helfen, einem Online-Unternehmen, dem Medienkanzler, na, ich weiß nicht. Der Medienkanzler ist seit 1979 on air und kennt sich sehr gut aus und macht es diesmal. Wie gesagt, wir haben vieles vor ab 2018, 2019, aber das lassen wir uns nicht gefallen. Wir haben auch ziemlich viel Spaß jetzt hier gerade auf den Monitoren, die ich hier vor mir habe. Weil auch, wie gesagt, plötzlich das Wort Reichstag ständig in den Nachrichten, hier auch den, die ich gerade angesprochen, WDR, WDR heißen, ZDF, ARD, hört. Man hört immer Reichstag und dann hört man auch immer, die Nazis sind wieder im Reichstag, die Ausländer. Also ich habe ja auch darüber berichtet, dass 83% sich aufregen. Warum, weiß ich nicht. Weil 13% sich da zerfleischen, zerfleddern da. Hallo, mich interessieren diese 13% überhaupt nicht. Na? Also ich rede jetzt von den Politikern, nicht von den Bürgern. Für mich sind alle Bürger wichtig, alle 100% Bürger. Ob 13% oder 83%, bei uns sind immer alle 100%. Egal welche Fakultät, ob gerade hier türkisch, polnisch, russisch, afrikanisch, hier ist alles, wir sind 100% international, aber wir lassen uns das hier nicht gefallen. So, wer wir sind, sollte mal langsam kapiert haben. Wir sind der Ultra HD Web TV, ich bin der Medienkanzler, Spielfigur oder Captain Rex, je nachdem. Gehört alles zum großen Sondersender NRW TV. Leider gibt es NRW TV nicht mehr in Düsseldorf, Schwamm drüber. Das Problem Online TV, deswegen mache ich das jetzt als Videoclip, als YouTuber. Hat natürlich nicht den Sinn, die breite Masse zu zeigen, wie die Telekom arbeitet. Die Telekom arbeitet so, ist kein Einzelfall. Die Telekom hat auch 3 Monate bei einigen Kunden nicht abgebucht. Nicht abgebucht. 3 Monate nicht. So, jetzt hat man natürlich mal eben so über 300 Euro. Ne? Hi. Nochmal ran? Alles klar. Mach ich. Unterbrechen muss ich. Ich muss ja auch Geld verdienen. Ne? Ob wir nur Fotosession machen, Filmsession machen für die Schauspieler, E-Casting oder so, oder für normale Kunden halt Kopien. Wichtig ist, dass jeder, also wir Online-TV, Web-TV sind immer terminiert worden. Wir werden auch nicht diesen Fuß fassen. Ja, wir können jetzt einen Konzern irgendwie und ach, wir machen gar nichts mehr. Wir machen jetzt unsere Tante Emma, elektronische und normale Tante Emma. Wir entgleiten auch, uns interessiert das auch alles nicht mehr. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit der Buchhaltung, mit der juristischen Abteilung. Wir lassen uns halt, und ich als Geschäftsführung schon mal gar nicht gefallen. So, das, was ihr da seht, ist ein Witz. Ist ein Witz. Nicht nur, dass privat das Ding hier geschossen wurde durch Überlastung. Das ist ein sehr altes Gerät. Es war eine totale Überlastung am 18.09. Und somit ist das Gerät kaputt gegangen. Deswegen hat man ein neues Gerät gekauft. Und dadurch ist das ja aufgefallen. Man ruft an, man fragt nach. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Telekom hat sich entschuldigt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Die Telekom hat einen Fehler gemacht, aber wenn, ja, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich, dass ich dein Auto kaputt gemacht habe. Ja, Entschuldigung, ist passiert, ich habe dein Auto kaputt gemacht, du kannst zwar nicht mehr fahren, wie du nach Hause kommst, keine Ahnung, ist mir doch egal.
ihr wisst genau, was ich jetzt meine. Man könnte jetzt juristisch, ich habe ja wie gesagt mit den Juristen gesprochen, aber ach Leute, ey, sich jetzt aufregen. Ich habe keinen Bock, mich aufzuregen. Ich mache eine lustige Nummer daraus, bin euer Medienkanzler, ich reg mich auf. Ich zeige euch die Originalbilder, so sieht's aus, so hat die Telekom gearbeitet. Das hier ist der Telekom-Anschluss. Das hier ist der Telekom-Anschluss, darüber läuft alles. Toll, ne? TNT war da, oje, oje. Also die haben, ne? Der Dr. Ferry Abdol Hassan ist der Chef, ja? Telekom Deutschland GmbH, ne? Von der Telekom AG zur Telekom Deutsch GmbH. Das hat auch schon den Sturz. Gut, die Telekom ist gestürzt, aber ist noch da. Sollte aber die Kunden nicht prellen und Firmen auch nicht. Ist persönliche Meinung, nicht respektive dritter Meinung. Aber ich kann mir sowas nicht leisten da. Ich selber kann mir auch sowas nicht leisten. Ich kann keinen Kunden, und ich werde es auch nie tun, so prellen, wie die Telekom uns prellt. Warum ich diesen Videoclip nochmal mache und warum ich nochmal online gehe und warum ich jetzt euer Medienkanzler, weil ich gerade wieder, du, das geht nicht. Wie soll man jetzt Kindern erklären, warum was nicht geht? So, ich bin auch nur ein Mensch und ich kann auch nicht dauernd das Geschäft schließen, um eine Karte zu kaufen. Ja, dann sagt man hier, buch ab, okay ist. Und wenn die nicht abbuchen, und dann sowas kommt da, hä? Dann kommt, naja, dann geht nichts mehr. Dann sitzt man im Dunkeln. So, ich habe die Schnauze voll von abbuchen. Ja? Ich habe sowieso die Schnauze voll von 1989 geborenen, mir einen erzählen zu wollen, als YouTuber oder was weiß ich. Ja? Die 1989 geboren, die haben mehr Ahnung, wissen alles besser, können alles besser. Vor allen Dingen die 99 geboren sind. Die sind ja die Oberknaller. Aber egal. Wenn man dann. Ach, ist egal wo. Seid mir nicht böse, also ich bin schon froh, bin sogar glücklich, dass ich von sehr alten Menschen ausgebildet und weitergebildet wurde als Kind. Waren streng, die waren verdammt streng. Aber ich fand's toll. Also heute bin ich glücklich, dass es so war. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Dreijähriger einem Opa vors Bein tritt und sagt, verklag mich doch, also ich weiß nicht. Ist also nicht meine Zukunft, die ich so toll finde. Also ich als Dreijähriger hätte meinem Opa nicht vor das Bein getreten, hätte gesagt, verklag mich doch. Das hätte ich nicht gebracht, weil mein Opa viel zu gern hatte. Ich bedanke mich auf diesem Weg auch kosmisch bei meinem Opa, bei meinem Vater, bei meiner gesamten Familie, Siemens, ALG, Krupp, Thyssen, wo die alle so gearbeitet haben, dass sie auch fleißig waren und dass die auch das sein mussten, was sie sein mussten ab 1920 bis 1949. Bedanke ich mich jetzt einfach mal so. Da lebt keiner mehr. Das sieht auch keiner. Das habt ihr jetzt gesehen. Das habt ihr jetzt gehört. Und ihr dürft jetzt damit machen, was ihr wollt. Ist mir egal. Aber ich bin einfach nur stinksauer. Ich habe nichts dagegen. Besonders nichts gegen diesen Film. Blade Runner. Meine lieben Freunde, wollt ihr wirklich so leben wie Blade Runner? Hab nichts gegen. Ich hätte schon Bock drauf. So mit künstlichen Wesen hier. Mit Cyber-Technologie, künstliches Auge, ja, das, was Harrison Ford da so gemacht hat. Ja. Das ist die Special Disc Steelbook Edition mit verschiedenen Sachen. Einmal da, wo er, ne? Tolle Version und dann weniger Version. Diese Version gefällt mir nicht, weil die ist mir, also die Director's Cut, da fehlt der Monolog und Dialog und Prolog, da fehlt das Gedankengut, wie er denkt. Also im ersten Teil, den haben wir ja auch, da denkt er ja wenigstens. Das macht also Spaß. Also ihr seht hier, das so hat die Telekom gearbeitet. Und das wollen wir uns nicht gefallen lassen, deswegen veröffentlichen wir es. Wir veröffentlichen, wir haben es gesagt, uns reicht es jetzt. Wir haben es auch dem WDR lokal übergeben, aber seid mir nicht böse, der öffentlich-rechtliche Fernsehen da wird nicht helfen, kann nicht helfen, wie wir auch nicht helfen können. Die sollen ja auch nicht helfen, die sollen dann einfach nur veröffentlichen, der breiten Masse zukommen lassen und sagen, ey Leute, so arbeitet die Telekom. Das stimmt sogar, weil wir einen Schriftverkehr haben mit Dr. Ferry Abol Hassan in der Landgrabenweg 151 in Bonn. Also mit Dr. Ferry, der Sekretär hat natürlich sehr oft hier angerufen und
diverse andere Leute haben ja auch angerufen, so ist es ja nicht. Aber ist nichts mehr rausgekommen. Ja? Die entschuldigen sich, tun auch alles, schicken mir auch alles zu. Und wenn ich dann online gehe und ich habe ja gerade, wie gesagt, geschrieben an den WDR. Ich habe mich auch bei Herrn Lindner bedankt, dass er da unbedingt mit digital, aber da ich digital, das ist so eine Art, dass ich auch ich als Kind so eine Idee hatte und mich freue mich, dass es diese Idee jetzt endlich gibt. Ja? Und wir als elektronische und analoge Tante Emma hier, der wilde 50er Jahre hier das aufgebaut haben, finden das erst recht super toll. Und wir wollen das auch weitermachen. Die Kunden mögen das ja auch. Ja? Nicht nur die Online-Kunden mögen das, nicht alle, aber die, die es mögen. Und dann, wie gesagt, der gesamte Filmclub, wie gesagt, die Star Wars Begeisterten, also alle. Also mehr, mal weniger. Ja? Manche sind schadenfroh, passiert dir das auch? Natürlich passiert mir das auch, meine lieben Freunde, natürlich passiert mir das auch. An alle Kunden, was meinen Kunden widerfährt, widerfährt mir auch. Macht mich natürlich traurig, stutzig. Ja? Auch ich bin mit allem konfrontiert. Und dieses alle, deswegen kann ich ja mit und deswegen haben wir ja analog digital. Wir sind ja für euch da, wir sind ja für alle Kunden da. International, ob der DJ Valdez aus Malaysia, ob Henning Baum, du glaubst es kaum, ne? Und Katzenklo macht die Katze pro, die hat, ne? Drapi Deutscher, der Bassist, mit den Supernasen, ach, was hier alles schon war. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass wir unsere Tätigkeit weitermachen können. Und deswegen machen wir das. Und das schicken wir jetzt, wie gesagt, zum WDR. Und ich wette mit euch, da passiert gar nichts. Ihr werdet mich weder im Regionalprogramm sehen oder sonst was. Werdet ihr vielleicht mal eine Antwort bekommen. Ja, da können wir nichts machen. Nö, tut uns leid. Ne? Ja. Ja, tut uns leid. Toll. Nee, verstehe ich nicht. Die Telekom darf so eine Arbeit hinterlassen für 133 Euro. Seid ihr, würdet ihr euch das gefallen lassen? Seid mir, schreibt bitte hier unten drunter. Würdet ihr euch das gefallen lassen, dass die Telekom bei euch sowas hinterlässt für 133 Euro? Und wenn ihr diese 133 Euro nicht bezahlt, ist aus, dann geht nichts mehr. Kein Fernsehen, kein Telefon. Man hat doch so ein Recht. Hat man kein Recht mehr zu sagen, ey Leute, das möchte ich geändert haben. Ich möchte, dass ihr das wegmacht. Ja? Wir sind eine funktionelle Firma, wo alles funktioniert hat. Aber bis zur Kündigung, 10.10.2017, hinterlässt die Telekom so ein Chaos. Ja? Die Telekom greift in eine funktionelle, strukturierte, eigenständige, personelle Firmenstruktur oder in eure Struktur zu Hause ein und hinterlässt ein Chaos. Und ihr seid wirklich der Meinung, dass ihr das bezahlt? Glaube ich kaum. Ja? Ihr wisst genau, wie teuer das Entertainment ist. Ja, ein gutes Entertainment kostet 80 Euro. Na? Big TV und so weiter. Nur um Mist, um totalen Mist noch schärfer zu sehen, um Werbung noch schärfer zu sehen. Nun, ihr geht nicht auf die Barrikaden, weil ihr seid ja, ich sag ja, ab 89 auf, kauft ihr Netflix. Ja, was habe ich denn von Netflix? Was habe ich von Amazon TV, wenn ich kein Internet habe? Was soll denn der Quatsch? Schon mal drüber nachgedacht? Ich möchte eine funktionierende analog-digitale Symbiose und nichts anderes. Und nur digital geht nicht. Wir brauchen eine Symbiose. Analog-digital. Wer das nicht kapiert, der hat die Zukunft weder gesehen, weder gehört und weiß überhaupt, was Zukunft ist, denn die gibt es nicht. Es gibt keine Zukunft. Es gibt nur eine mögliche Zukunft. Mehr nicht. Und jetzt muss ich wieder ändern, weil Gäste kommen. So, zum Schluss möchte ich mich auch bei den Zuschauern bedanken, die hier waren. Es waren auch Zuschauer hier, ist klar. Wir sind ja, wie gesagt, öffentlich. Man darf uns besuchen, das ist ein öffentliches Studio. Wir können auch Sachen machen.
Die Grünen waren da, jetzt wird das ein bisschen schlecht, weil ich da mit Grünen arbeite, aber naja, es ist Grün. Also die Grünen waren da, könnte jetzt ein bisschen komisch gewesen sein. Das war hier Fairness, Vielfalt, Freiheit, der Kai Gehring. So, dann hatte ich Besuch aus Fellwald, ich habe mir gar nicht den Namen geben lassen. Ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich werde auch auf der Seite diesen Videoclip einarbeiten. Als Dankeschön, dass man hier war. Wir haben viel philosophiert im Moment, weil nach der Bundestagwahl ist ja doch einiges in Bewegung geraten und da einige auch diskutieren, auch Lehrer. Wir hatten auch gerade noch einen Lehrer, der auch den Jugendlichen erklärt, dass sie in einer gewissen Vielfalt gucken sollen. Die sollen nicht streng nur auf den Bildschirm schauen. Die Lehrer haben auch schon Schwierigkeiten, wenn Jugendliche einen Kugelschreiber in die Hand nehmen sollen und schreiben sollen. Also so weit sind wir schon, dass sie wirklich nur noch daddeln. Schlecht, schlecht, schlecht. Also das soll eine Zukunft sein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Frau Merkel sich ausgedacht hat. Also ich als Medienkanzler erhebe das Wort, das kann es so nicht sein. Eine mögliche Zukunft können wir generieren in einem Sprung nach hinten. Wenn wir hinten uns anschauen, was waren da und so weiter und so fort. Und dann geht man nach vorne. Wenn man die Altlastigkeit gewisser Herrschaften in der Politik durchleuchtet, kommt man natürlich in ein Metier, wo es doch schimmert und bräunlich ist. Das ist halt so, weil diese Herrschaften aus dieser Zeit nun mal stammt. Wenn man so 70, 80, 90 ist, kann jeder ausrechnen, in welchem Altersblock, in welcher Erziehung sie waren. Und wenn man 40 Jahre hinter der Mauer, wenn man jetzt 40 Jahre hinter der Mauer und dann da rauskommt, ist zwar schön, dass wir jetzt hier sind, aber 40 Jahre Mauer im Anfangsstadium, das kann nichts mehr rauskommen. Das klappt irgendwie nicht, weil wenn man erzogen wird, die ersten Jahre sind wichtig, die ersten Jahre der Erziehung sind wichtig und ab 10 fängt das Gehirn an zu arbeiten und dann geht die Brust ab. So, wenn man Kindern ab 10 nur noch so ein Daddelgerät gibt, wo die Kinder dann nur am Daddeln sind und nicht mehr wissen, wie man mit dem Kugelschrauber umgeht, und wenn man hergeht, so wie die Telekom 1&1 und so weiter, also wie gesagt, ich habe es und ich lasse es, jetzt habe ich es da hinten, dem WDR mal zukommen. Meine lieben Freunde, da wird nichts passieren, deswegen zeige ich euch, was die Telekom hinterlassen hat und was die Telekom der Meinung ist, dass das so bleibt. Das kann es ja nicht sein. Ich meine, ich mache jetzt den Lauten. Ich habe jetzt eigenes Fernsehen hochgefahren, habe darauf hingewiesen, warum? Weil erstens die Telekom sich entschuldigt hat, nicht abgebucht zu haben. Die haben 3 Monate auflaufen lassen bei vielen Kunden, nicht nur bei mir. Ja, bei den Kunden tut es mir leid, da versuche ich auch zu helfen, aber wie gesagt, wenn sogar der Vorstand lächelt, was will er denn? Ist klar, wir wollten an sich ab 79, also nach der CeBIT 1995, wer noch das Netz kennt, war in den 80ern mit der Bullock. Also wir wollten an sich mit dem Netz der Obrigkeit zeigen, so nicht. Wir wollten den Menschen zeigen, hör mal, da und da ist was los. Seitdem aber die Medien es übernommen haben, uns weggedrückt, ein Online-TV, ein Web-TV, ich komme damit nicht hoch, ich werde da nicht so viel Geld mit verdienen. Die Leute glauben immer, dass die Werbeschalter gerade mal darauf warten, Werbung zu schalten und damit ich reich werden kann. Nee, klappt nicht. Ich werde weder ein Lottomillionär, ich werde weder irgendwie durch irgendwelche Zufälle Millionär. Nein, also meiner einer muss sehr hart arbeiten. Deswegen freut es mich, dass einige Zuschauer zuschauen, dass einige Zuschauer sogar vorbeikommen. Wir haben gerade nett eine halbe Stunde hier geplaudert. Die Grüße gehen jetzt Richtung Fellwart. Fellwart kenne ich gut. Und Richtung Karstadt, die Richtung in Fellwart. Ja, ich kenne das wirklich gut. Auch im Winter, wenn es schneit, es war immer ein Highlight, in dieser Region zu sein. Gebürtig komme ich aus Heidhausen und so weiter und kenne mich da ein bisschen aus. So, ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich bin wirklich sehr, sehr sauer, dass so gearbeitet wurde, dass 133 Euro bezahlt werden mussten,
Sonst hat man ja Ärger. Man wird ja sofort abgestellt. Freenet, stellt einfach ab, obwohl bezahlt ist. Ist aber noch nicht eingegangen. Weil es nicht eingegangen ist, geht es nicht. So, dann schreibt man Freenet, hallo. Dann schreibt Freenet zurück, gehen Sie doch bitte auf unsere Hauptseite. Die älteren Leute haben das nicht. Die älteren Leute können das nicht. Ja, ist mit allem. Gehen Sie auf die Hauptseite, machen Sie dies, machen Sie jenes, machen Sie das. Die Welt besteht nicht aus denen, die 89 geboren wurden, sondern besteht aus denen, die noch leben. Ja, auch aus den 1900ern, 1920, 1930, ja, die gibt es noch. Und wenn man die konfrontiert mit der allerneuesten Technik, dann geht nichts mehr. Und das kann es nicht sein. Ich liebe die digitale Welt, ich mag die digitale Welt. Wir haben die analoge Tante Emma und wir haben die elektronische Tante Emma. Aber sowas geht nicht. Wir hatten bis zum 3.6. eine erstklassige Symbiose. Es war alles in Ordnung, bis die Telekom in einer Firma eingegriffen und ihr Produkt installiert haben. So installiert haben. Und das ist kein Witz. So, und das geht jetzt an den WDR lokal. Und ob die Interesse haben, darüber zu berichten, weiß ich nicht. Jedenfalls euer Medienkanzler berichtet darüber, der kennt da nichts. Der hautet jetzt raus, klatscht überall rein. Wenn euch auch sowas widerfahren ist, seht einfach, wir können versuchen, alle Mann sagen, ey Leute, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, was macht ihr? Ja, die letzten 15 Meter Glasfaserkabel, nee, eben nicht, die letzten 15 Meter Kupferkabel, das ist immer noch. Die Glasfaser ist draußen. Man wird geködert. Ah, sie können auch 54 Kilobit begraben. Da habe ich ja nichts von, wenn nichts funktioniert oder das aussieht, wie das aussieht. Aber egal, müssen wir durch. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Der Medienkanzler war ein bisschen sauer. Bleibt ja auch nicht aus. So, der Medienkanzler versucht jetzt das Bestmögliche daraus zu machen. Bleibt am Ball. Ich werde natürlich auch Videoclip machen, wenn alles wieder in Ordnung ist. Ja, die Frage lautet nur, wann ist alles wieder in Ordnung? Tja, das weiß ich natürlich nicht. Aber bis dahin, bleibt mir treu, wie ich euch treu bleibe und alle Kunden. Bedanke mich total und recht herzlich für die Besucher, die mich besuchen, die netten Unterhaltungen. Ich erfahre sehr viel und ich weiß, aha, da liegt was im Argen. Es liegt was im Argen in dieser merkwürdigen, neuartigen Republik. Republik, wie gesagt, Star Wars, ne? Star Wars Republik, meine lieben Freunde. Wo sind die Rebellen? Na, wo sind die Rebellen? Wo ist denn der Imperator und so weiter und so fort? Mal drüber nachdenken. Das hier ist eine Republik. Wenn wir die als Star Wars machen, Krieg der Sterne, sollte man an sich was Tolles auf den Weg bringen. Wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also bis dahin, ich mache jetzt Schluss. Jetzt ist Feierabend, jetzt gucke ich Hubert und Staller im ARD. Weil Hubert und Staller gefällt mir halt auch. Die Rosenheim-Kops und ZDF gefallen mir auch. Und das war es dann auch schon von den beiden. Der Rest ist halt Zusatzprogramm, was hart bezahlt werden muss. Ist eben so. Ich schaue mir das an, was mir gefällt. Aber ich sehe nicht ein, dass die Telekom einfach einen Fehler macht. Die Telekom macht einen Fehler und ich soll den Fehler bezahlen. Und wenn ich nicht bezahle, werde ich umdrehen nochmal bestraft. Das kann doch alles nicht sein, oder? Das kann es alles nicht sein. Ich weiß es nicht. Aber jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt kommt die große Offensive. Wenn es sein muss, die Ardennenoffensive, ist mir auch scheißegal. Wenn ihr versteht, was ich meine, irgendwann wird man ruppig. Man sollte sich nicht mit dem Medienkanzler anlegen. Der wird dann richtig ruppig. Schaut rein, wie ruppig der Medienkanzler wird. Der kann ganz schön ruppig werden. Auch vor laufender Kamera. Ja, dann wird er deutsch. Dann spricht er auch deutsch. Ja, juristisch deutsch. Und bis dahin, viel, viel Spaß mit den anderen Videoclips, die natürlich an sich mit der Politik nichts zu tun haben. Herrn Lindner haben wir auch geschrieben, ihm gratuliert, dass er es geschafft hat. Ich finde es toll, er hat Nordrhein-Westfalen erobert, er hat den Bund erobert. Das ist eine tolle Leistung für einen 38-jährigen Politiker, eine schöne Leistung. Und wenn er das macht, was er verspricht, ist es eine tolle Sache. Dann könnte es sein, dass die FDP wieder wird wie früher. Die FDP war immer so ein Zünglein an der Waage für die Linken, für die Rechten. Also Rot, SPD und Schwarz für die. Was die heute treiben, weiß ich nicht, soll mir auch egal sein, dafür habe ich keine Zeit. Ich mache keine Politik, ich mag keine Politik, ich will auch keine Politik. Was ich möchte, ist eine funktionelle Wirtschaft. Ich will eine Wirtschaft, die funktioniert, von analog digital, mit Mensch, ohne Mensch, mit allem drum und dran.
ja, in einer neuartigen Zukunft der Industrie 4.0. Und da sind wir schon lange, lange schon zu Hause. Und wenn irgendjemand stört, ja, dann funktioniert doch gar nichts mehr. Also.